Ja, ich bin Dominik und ich werde einen ganz kurzen Lightning Talk halten zu Open Keychain. Open Keychain, wir haben jetzt auch ein tolles Maskottchen hier, eine Free Foundation geklaut. Das ist im Endeffekt eine Android-App, um OpenPGP zu machen. OpenPGP ist ein Riesenstandard mit ein paar Internet-Drafts als Erweiterung. Natürlich irgendwie erstmal grundsätzlich ein Standard, um Schlüssel zu verwalten. Nachrichten zu verschlüsseln, Nachrichten zu entschlüsseln, zu signieren, verifyen, Zertifikate, dieser ganze Kram. Komplett in ein Message-Format, in ein Key-Format, alles was da drumherum dazugehört, die verschiedenen Krypto-Verfahren, die standardisiert werden für OpenPGP und so weiter und so fort. Das wird im Endeffekt umgesetzt in einer Library namens Bouncy Castle für Java und wir benutzen diese Library auf Android, um dann wirklich diesen Standard umzusetzen. Und ja, ich denke mal, die meisten kennen das von euch. Man kann andere Schlüssel zertifizieren. Man kann natürlich mit der App Sachen verschlüsseln, entschlüsseln. Und das Tolle an unserer App ist, dass wir so eine super geniale API bieten, die von anderen Apps benutzt werden kann, wenn sie es denn machen würden. Das ist auch so das größte Problem, aber ich komme dazu später noch, was es da für Entwicklungen gibt in letzter Zeit. Ja, und das Ganze ist natürlich verdammt wichtig heutzutage und so weiter. Da das ja hier ein kurzer Vortrag sein soll, erzähle ich mir so ein bisschen, was wir überhaupt in letzter Zeit gemacht haben. Es war ja gerade Google Summer of Code. Wir hatten zwei Studenten, einmal Vincent, der da vorne sitzt, der ganz viel gecodet hat und dafür auch Geld gekriegt hat von Google. Die ganzen Sachen, die Vincent gemacht hat, sieht man meist nicht, weil Vincent den dritten Punkt gemacht hat. 35.000 Zeilen Code und man sieht es nicht. Ja, aber das ist verdammt wichtig, weil ganz viele Sachen, die man im User Interface jetzt in den nächsten Versionen sieht, gehen überhaupt nur, weil wir intern alles umprogrammiert haben. Natürlich haben wir auch endlich mal angefangen, Tests zu schreiben, was für so ein Krypto-Projekt auch nicht ganz schlecht ist. Das ging vorher auch nicht. Vorher war das so ein bisschen gemischt, was UI-Code und Krypto-Code angeht. Und jetzt ist das relativ klar getrennt. Und die PGP-Klassen, die intern bei uns benutzt werden, sind auch plain Java, also ohne Android-Dependencies und können somit auch auf dem Rechner getestet werden, ohne dass ich jetzt eine Android-VM hochfahren muss dafür. Ich habe noch zwei coole Sachen rausgepickt, die man auf jeden Fall sieht in den nächsten Versionen. Teilweise sind die schon implementiert. Safe-Finger Key Exchange, komme ich gleich zu, was das ist. Wird im Endeffekt so ein bisschen ein modernes Key-Signing-Party-Verfahren sein, sage ich mal, was das alles ein bisschen automatisiert. Und statt einer Stunde braucht man dann 10 Minuten für eine Key-Signing-Party, hoffentlich. Dann YubiKey Neo, erzähle ich auch gleich was zu, ist so ein NFC-USB Device, was man sich an den Schlüsselbund packen kann, und das kann in dieser neuesten Version, in der Neo-Version, kann das komplett PGP Private Keys generieren, verwalten, und ja, das können wir dann über NFC benutzen. Und dann natürlich noch was zu den Entwicklungen der Apps. Zwischendrin hoffentlich auch ein bisschen mit Demo. Ja, erstmal Safe-Slinger Key Sharing, oder Key Exchange, was das überhaupt ist. Safe-Slinger ist ein Projekt von der Carnegie Mellon University. Gibt es auch, ich glaube, vier Paper zu, wo sie das kryptografisch, wo sie das Verfahren darstellen. Ist, wer sich damit auskennt, ein Hash-Commitment-Verfahren. Das heißt, anstatt jetzt die Fingerprints von den ganzen Leuten zu vergleichen, die ich auf dieser Key-Signing-Party treffe, gibt es so ein Hash-Commitment-Verfahren, was halt bis zu 10 Personen funktioniert. Und man muss dann nicht mehr so einen Fingerprint vergleichen, sondern nur noch drei Wörter auswählen. Das zeige ich gleich, wie das aussieht. Alle, die Open Keychain installiert haben, können auch gleich mitmachen, wenn sie wollen. Die neueste Version nochmal dafür. Ja, vielleicht machen wir das einfach mal. Ich verstehe noch mehr, warum es überhaupt geht hier. Funktioniert das? Das müsste funktionieren. TM. Ich habe hier ultimativ ein Streaming, was verdammt laggt, also nicht wundern. Wenn ich jetzt hier auf Dominik Schirmer klicke, dann dauert das eine Sekunde. Tada! Und ich gehe auf Share. Vincent, kannst du mitmachen wenigstens? Ich mein Handy nicht dabei. Achso, hat irgendwer ein Handy mit? Meintest du da oben? Ja,
Wenn wir Open Keychain installiert. Gerade wir, aber kriege ich glaube ich hin. Ja, aber mit dem letzten Update ist es irgendwie Private Key, das wollte ich für uns nochmal zeigen. Tut es die Version aus dem Play Store oder muss ich die Beta-Version nehmen? Nö, die Play Store-Version reicht. Ja. Moment. Ja, also wir sind jetzt seit 2 Wochen, machen wir kein Release, Early Release offen mehr. Das hat Matthias festgestellt, warum. Er wird in der letzten Version einen kleinen Bug. Oder 2 oder 3. Also, das soll später noch von der UI ein bisschen besser werden. Im Moment ist das einfach ein Button von diesem Share-With-Dingen. Das erste hier von dem Share-Button ist das Standard-Ding, um in Android-Sachen zu sharen. Das dauert im Moment so. Das zweite Teil ist in die Zwischenablage zu kopieren. Und das dritte ist jetzt Safe-Slinger. Das farbige Teil. Das farbige Ding. Und dieses Hash-Commitment-Verfahren funktioniert, müssen alle in dem WLAN sein, die mit daran teilnehmen. Was? Ja. Es geht über die Server. Ja. Natürlich. Es geht über die Server, die müssen im WLAN sein. Dominik. Ja. Also man muss im Internet sein, okay. Man muss im Internet sein, ja. Also das Verfahren geht über einen zentralen Server und das ist dann auch irgendwie safeslinger.pgp.appspot.com oder sowas. Ja, wir haben unseren eigenen aufgesetzt. Das ist jetzt unser eigener Shop. Ja, ja, aber der ist doch irgendwie eine generische URL, die nicht OpenKeychain enthält. Ja, aber das ist jetzt ja unser. Okay, also es ist jedenfalls ein Server und wenn ihr euch die Paper mal durchlest, dann werdet ihr feststellen, dass das Verfahren, also warum das Paper ist und warum da Research drinsteckt, ist, dass alle Kommunikation mit dem Server nicht vertraut. Also selbst wenn der Server versucht, einem irgendwas unterzuschieben, dann kann er es nicht. Das ist nicht möglich, solange die Clients okay sind. Okay, wer hat es bis jetzt fertig? Ich hätte jetzt hier so ein Ding. Ja, okay. Drei Leute. Hast du schon Key jetzt? Nee. Ich habe den zufällig gerade da. Ja. Ich also, den Key-Share. Das heißt, ihr geht jetzt auch da in... Achso, soll ich mal... Wir gehen jetzt auf Share und klicken dann auf diesen Knopf. Genau, ja? Share und auf diesen Papierflieger. Okay, dann sagen wir 3. Genau. Okay. Und Requesting Key. Membership. Ja. Und dann 3. Richtig. Okay. So, und jetzt, wer hat die kleinste Nummer? Ich wahrscheinlich habe eine 1. Okay. Ich habe noch nichts. Ja, warten wir noch auf dich. Requesting Membership. Bist du. Also wenn wir im gleichen WLAN sein müssen, ich bin im 5G. Nee, Vincent hat schon recht, es reicht im Internet zu sein. Das ist okay. Ja der eigene zentrale Server. Wenn, Lars, guck mal, ob du im Freifunk bist, das ist gerade sau langsam. Ich bin im Shuttle, Leute. Gut. Ich bin im Freifunk. Also ich habe gerade versucht, über Freifunk eine App runterzuladen, das war nicht so schnell. Machen wir es erstmal mit zu zweit. Muss ich da funktionieren. Zurückgehen, oder? Ja, nochmal und dann 2 aus. Ah, jetzt habe ich... Okay, also. Zu zweit? Zu zweit. Zu zweit? Ja. Oh. 2 User. Okay. So. Kleinste Nummer? 4. Also diese Nummer funktioniert damit, wenn jetzt mehrere Gruppen existieren auf dem Server, wird halt die richtige Gruppe ausgewählt, mit der ich chatten will. So. Okay, und jetzt kommt das Hash-Commitment-Verfahren. Du musst jetzt auf deinem Display sind auch diese 3 Sachen abgebildet und du musst das auswählen, was auch bei mir auftaucht. Okay. Also, das ist jetzt quasi die Verifikation, die wir im Real Life durchführen. Okay, Ding Grammar. Okay. Ja. Ja. So. Zack. Tada. Das kryptografisch Tolle an dem Verfahren ist, dass eben diese Secrets, bevor diese 3x3 Wörter angezeigt werden, schicken alle ihre Daten und nur wenn in der Gruppe alle Leute diese gleichen 3 Wörter auswählen, genau nur dann können alle die Secrets von allen anderen sehen und sonst sieht keiner kein Secret von niemandem. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, dass tatsächlich die Dinger, die man da kriegt, nur von Leuten sind, die auch die gleichen Wörter ausgewählt haben. So, das habe ich importiert. Voll gut. Ja, theoretisch könnten wir jetzt gleich zertifizieren, wenn man jetzt die Namen noch checkt. Ich weiß nicht, das ist halt immer so ein großes Diskussionsthema auf Key Signing Partys, wie viele, was will man alles verifizieren und was nicht.
Weil ich bin da eher der Freund davon, nicht so viel zu verifizieren, aber ja, kann man sich viel überschreiten. Also man könnte jetzt direkt in eine Zertifizierung gehen und jetzt sagen, hier, ich zertifiziere das ganze Ding mit meinem Schlüssel und ja, eventuell upload ich das dann sofort. Das ist ja toll. Ja gut, die Passphrase gebe ich jetzt nicht ein. Nicht? Ja, das ist Selbstlinger. Wir wollen das noch alles ein bisschen besser vom Program Flow machen, damit das noch mehr smooth ist und für so eine Key Signing Party gut funktioniert. Ja, und das Tolle ist halt, dass die das als Library zur Verfügung stellen, ist für uns wirklich nicht viel Aufwand, das zu integrieren. Gibt das für andere Betriebssysteme, sage ich mal, außer Android? Ja, es gibt es für iOS, aber da gibt es ja nicht Open Keychain, das heißt, es gibt die Selbstlinger Library, aber ja, es gibt keine App, die damit PGP-Keys shared. Das heißt aber nicht, dass das schwierig ist. Also diese Secrets, wie gesagt, zu denen sich jeder committet und die dann für alle erst erscheinen sozusagen, wenn das, wenn alle die gleichen Wörter ausgewählt haben, das sind einfach nur die Public Keys. Also man sagt einfach hier, das ist mein Keyring und den sehen dann die anderen. Das heißt, es ist eigentlich für andere ziemlich simpel, das zu implementieren, auch über den gleichen Server. Also für eine andere App, die das auch machen will, ist das völlig problemfrei eigentlich. Aber es muss halt immer der gleiche Server sein für alle Teilnehmer. Ja. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie hier mir so ein Plugin für mein GPG oder so frickle oder Seahorse auf GNOME, dann muss das schon den gleichen Server haben, genau, wie euer. Ja, ja, du kannst, ja, das ist halt auf AppSpot einfach so ein Python-Ding. Das kannst du halt benutzen. Habt ihr dokumentiert, was das Protokoll ist, was ihr oben drauf einsetzt? Ach so, wir setzen einfach, das was wir machen, ist einfach nur, die ausgetauschten Daten sind bei uns ein Byte Array vom BGP-Key. Also mehr Änderungen machen wir nicht am SageFinger-Protokoll. Also das Protokoll ist einfach nur das Secret, zu dem man sich committet. Es ist halt, von einem kryptografischen Verfahren her ist es ein Secret, aber es ist dann halt an der Stelle das, womit du am Verfahren teilnimmst, die Daten, und diese Daten sind einfach dein Public Key. Und momentan, also das ist eigentlich eher so ein bisschen eine Demo, dass man halt damit Keys austauschen kann. Was noch fehlt, ist ein Interface, was halt vorsieht, dass man tatsächlich damit zertifiziert. Und dann spart einem das nicht unbedingt das Namen vergleichen und auch nicht das Perso ablesen, je nachdem, was man da für ein Level anlegen will. Aber das Fingerprint austauschen, das spart es auf jeden Fall. Weil jemand anders dir eben einen Key geben kann. Du kannst dich darauf verlassen, solange ihr die gleichen Wörter gewählt habt, ist der Key, den du dann angezeigt kriegst, bei dir auch der, den er dir geschickt hat und nicht der von also irgendjemandem. Im Prinzip dasselbe wie die Liste ausdrucken, erstellen und. Genau, genau das. Ja. Und dieses Commitment-Verfahren musst du nicht so einen dicken Hash halt vergleichen. Ich weiß nicht, wer schon mal Redphone benutzt hat oder andere ZRTP-Apps, die über SIP verschlüsselte Voice-over-IP machen. Da hat man auch immer nur so einen ganz kleinen Short-Authentication-String, den man vergleichen muss über einen sicheren Kanal. Das ist genau das gleiche Verfahren. Man legt, das ist im Endeffekt so ein Diffie-Hellman-Key-Exchange, und man legt sich, bevor man den überhaupt anfängt, auf den Hash-Wert fest. Das heißt, am Anfang schickt man nicht den Public-Value von dem Diffie-Hellman-Key-Exchange, sondern nur den Hash davon. Und damit muss ein Angreifer schon in dem Moment quasi den richtigen Public-Value zu diesem Hash raten und hat damit nur eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, in diesem Protokoll sich dazwischen zu hängen. Ja. Kann man sich länger mit auseinandersetzen. Das ist ziemlich cool, weil halt nur für diese drei Options muss man das richtige auswählen, das war's. Für die Paranoid-Leute ist es halt, wie gesagt, wichtig, dass auch der Server dir nicht einfach falsche Daten untergeben kann und du damit einen Public Key kriegst, den der Server dir gibt, sondern es ist dann halt der, den der andere in seinem Secret hat. Gibt's Paper zu. Ja. Das nächste coole Feature, was so halb implementiert ist und gerade, glaube ich, wieder so ein bisschen Unikey Neos, wie gesagt, das sind diese kleinen Dinger. Ich habe meinen leider in der Uni liegen lassen. Der Private Key, wie gesagt, ist da drauf und es gibt eine API, die dann über NFC oder USB, kann man ja mal umgehen lassen vielleicht. Vielleicht mal in die Richtung. Auch nicht sonderlich spektakulär. Ja. Das Coole ist halt, dass die Dinger NFC haben. Also ich finde, USB ist unusable für Smartphones, weil keiner hat Lust, da sich so ein Hostkabel dran zu kleben. Aber NFC ist halt ziemlich cool. Und die Dinger funktionieren halt über NFC. Das heißt,
diese API sieht vor, dass man den Private Key nicht auslesen kann. Das heißt, der bleibt da drauf, der wird auf dem Gerät selbst generiert. Du kriegst den dann nicht runter. Die Idee ist dann, dass man nur sagt, hier signiere mal diesen Hash. Also wenn ich jetzt eine Nachricht habe und PGP generiert von der Nachricht einen Hashwert und der Hashwert wird dann eben über die API über NFC signiert. Genau das gleiche ist, wenn ich schlüssele mit dem Private Key, muss ich den YubiKey dran halten. Über NFC wird dann der Session Key für die Nachricht entschlüsselt und dann die eigentliche Blockschiffe wird dann wieder auf dem Smartphone ausgeführt mit dem Session Key. Also das heißt, die Kommunikation über NFC ist eigentlich nur sehr kurz. Verschlüsselung und Verifikation läuft natürlich mit dem Public Key, das heißt, dafür brauche ich den YubiKey nicht. Und das ist ja, sehr komfortabel eigentlich und funktioniert viel besser als gedacht. Hat die Dings ihre Arbeit dazu fertig? Ich habe ihren Namen vergessen. Ja, Signe Rüsch, ja. Genau. Die hat ihre Bachelorarbeit abgegeben und hat auch sehr gut bestanden. Ja, das ist jetzt so der Outcome davon. Okay. Es funktioniert noch nicht alles so, wie es soll, aber wir sind dabei, es zu integrieren. Wie ist denn das mit Verlieren von diesen Teilen? Also ich denke mal, man kann da wahrscheinlich irgendwie ein Relocation Certificate erstellen. Ja, kann man. Kann man, ne? Also mit dem GPG Card Edit Interface kannst du auch Zertifikate machen. Also ein Relocation Certificate. Das müsste man natürlich dann auch irgendwo auf den USB packen und den Safe legen oder so. Ja, klar. Mhm. Ja. Wie sonst auch. Genau. Ja, das ist eigentlich so das größte Problem, die Apps. Und zwar, klar haben wir so ein tolles User-Interface und man kann auch mit unserer App sharen über diese Intents, die es unter Android gibt und dann wieder das Verschlüsselte weiter sharen. Und in der neuen Version kann man auch mehrere Dateien verschlüsseln und diesen ganzen Kram. Aber die eigentliche Idee ist ja, dass wir eine API zur Verfügung stellen. Also diese API funktioniert über sogenannte AIDL. Das ist Android Interface Definition Language. Das ist so, sind solche Interfaces, die wirklich für Interprozesskommunikation unter Android gedacht sind. Das benutzen extrem wenige Apps, das wird aber im Betriebssystem relativ viel benutzt. Und das Tolle daran ist, dass wir im Gegensatz zu anderen Apps oder auch zu dem Intent-Verfahren wirklich im Hintergrund Sachen durchführen können. Also irgendwelche Anwendungen, denen man die Rechte gibt, mit deinem Private Key irgendwas zu tun, können halt im Hintergrund für dich Sachen verschlüsseln oder entschlüsseln, signieren und so weiter und so fort. Das Problem halt, dass die ganzen Apps nicht zurande kommen. Und jetzt habe ich dem Christian Kettner mal ein bisschen auf die Füße getreten, deswegen gibt es jetzt endlich eine neue Mail RC1, seit vorgestern glaube ich, oder seit vorvorgestern, ja. Und angeblich soll in einer Woche dann die Final Release kommen von KNOI Mail, wo dann endlich offiziell im Google Play Store OpenKeyChain unterstützt ist. Ja, das, der größte nächste Punkt ist ja PGP MIME Support. Das ist so eine Sache. Also es erzählen immer ganz viele Leute, dass sie daran mithelfen wollen, aber dann macht es doch keiner, das ist immer in Open Source. Und es gibt so eine Handvoll Menschen, die ab und zu Commits gemacht haben, aber so richtig voran kommt das nicht. Das große Problem hierbei ist, dass K9-Mail dafür einen kompletten Database Rework kriegen muss. Im Moment ist es so, wenn Nachrichten in K9-Mail ankommen, dann werden die geparst und das geparste wird in den Daten mal geschrieben. Das heißt, man hat später keinen Zugriff mehr auf die RAW-Daten von der Mail. Und das ist so ein grundsätzlicher Flaw in K9-Mail, der historisch bedingt da drin ist, weil K9-Mail ein Fork von dem Original Android Open Source Project Mail Ding ist, was halt damals so ein Design Constraint hatte und gesagt hat, okay, wir wollen nicht jedes Mal parsen, die Geräte haben nicht so viel Power. Das hat halt mal vor 4 Jahren gegolten, aber heutzutage ist das eher nicht mehr so die Anforderung. Das heißt, man müsste das komplett umprogrammieren und dann ist der Maintainer auch damit zufrieden. Also er sagt halt immer, ja, PGP MIME will ich erst machen, wenn das Database Backend neu gebaut ist. Deswegen hängt das alles immer so ein bisschen in der Entwicklung. Joa, dann, was bald kommt, ist Secret Keyboard mit dem unglaublich coolen Namen. Und zwar ist die Idee, das hat mir auch, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer hatte das mal im Stratum 0 erwähnt, warum man nicht irgendwie diese Tastatur benutzen könnte, um direkt zu verschlüsseln. Und ja, das kann man. Drafo macht das, oder? Ja, ich glaube, Drafo hat das erwähnt, genau. Jetzt muss ich das mal ganz kurz einrichten, das dauert nur ein. Ist das so eine Drafo-Idee? Ja, das ist eine Idee auf einer Autofahrt von Berlin nach Braunschweig.
zweieinhalb Stunden brainstormen. Ich gehe mal kurz dazu. Zweieinhalb Stunden. Ja, schon was. Demonstrieren. Ohne jetzt mal die ganzen Chatlogs zu zeigen. Das ist ein SMS schicken. Oder einfach bei irgendwie nochmal Ich mach einfach mal irgendein Textvideo auf, dann geht das besser. Yay! Yeah. Okay. Da bin ich wieder. So, ich kann jetzt irgendwas schreiben, Test, bla. Und dann gibt es hier unten diesen genialen Knopf. TT. Das ist halt das erste Mal, wenn ich die API benutze, muss man der Anwendung erlauben, die API zu benutzen. Und habe ich jetzt meinen tollen Test-Key Bob. Jetzt. An wen will ich das verschlüsseln? An Bob selber. Alter Passphrase. Geht das überhaupt gerade? Nicht, dass man die Tastatur wechseln muss in den Passphrase. Ah, okay. Ich glaube, das ist gerade broken. Weil wir so ein bisschen Sachen gestern umprogrammiert haben. Also die Idee ist generell, dass man da unten auf diesen Knopf drückt zum Verschlüsseln und das wird auch in place verschlüsselt. Das heißt, da wo jetzt Test bla steht, das wird dann komplett durch den verschlüsselten Text ersetzt. Ja. Also die Applikation kriegt das dann aber schon mit, dass da vorher irgendwas anderes stand? Ja klar, also es ist halt ein Edit-Field in der anderen Applikation. Aber was heißt mitkriegen? Also das hätte auch der Benutzer eingeben können. Das ist halt eine Ausschneiden- und Einfügen-Operation im Endeffekt. Okay. Das ist ein Textdeutscher halt sehr gerne. Ja, sorry, dass ich das nicht zeigen kann. Ich glaube, das liegt an den Refactorings, die wir gestern und vorgestern gemacht haben. auf jeden Fall gibt es die App auch bald im Play Store. Die ist nämlich soweit fertig und funktioniert. Das ist ein extra Keyboard? Ja, okay. Das ist eine Keyboard-App. Die taucht dann halt genau wie alle anderen Anwendungen in den... in dem Apps-Menü auf, wenn die registriert ist. Da. Mhm. Ja. Da kann man auch im Nachhinein den Key ändern und so weiter. Gut. Das war's soweit von meiner Seite. Fragen, Anregungen, Ideen, Kritik, Bug-Reports, Feedback, Rage. Ich würde mich Matthias Bug-Report interessieren. Ja. Was war bei dir kaputt? Scheinbar ist seit, ich habe nicht genau nachgeguckt, aber seit irgendeinem dieser Updates behauptet Open Keychain, den privaten Key nicht mehr zu haben, zu dem Key, den ich mir aufgepackt habe. Werde ich dir doch nicht sagen, ich habe keine Logs geguckt und nix. Huh. Aber du kannst dir gerne angucken. Was ist das? Ja, dann ist das schon mindestens zweimal passiert. Das könnte also tatsächlich auch sein. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Das letzte habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Das letzte Privacy Box. Ich habe angefangen, in Android 4.4 gibt es so eine Storage API und Storage Framework. Und die Idee ist, dass alle Anwendungen. Jetzt habe ich schon abgestöpselt. Aber vielleicht hat das vorher schon jemand gesehen. Google Drive hat das schon umgesetzt. Das ist so quasi so ein Layer über Dateien speichern, Dateien öffnen und so weiter und so fort. Wo man im Endeffekt als Anwendung, die Datei öffnet, nicht wissen muss, wo die Datei liegt. Das heißt, die kann auf irgendeinem Cloud-Speicher liegen oder lokal oder auf einem USB-Stick, wie auch immer. Das sieht dann die Anwendung nicht, die kriegt dann nur den Input-Stream. Und die Idee bei Privacy Box ist, dass wir uns da reinhängen und ein eigener Provider sind für dieses Framework und alles, was man in Privacy Box ablegt, wird automatisch mit dem PGP-Key verschlüsselt. Ah, cool. Aber lokal dann natürlich bei uns in unserem Fall. So. Und wenn man es öffnen will, kriegt man dann die Abfrage, ob man es entschlüsselt öffnen will, dann wird es in dem Moment entschlüsselt, wo man es anfragt.
und auch ans Verschlüssel weiter benutzen möchte. Um es zum Beispiel in den Drive hochzuladen oder wie auch immer. Das Coole ist halt, dass sich das überall rein integriert. Also wenn man jetzt zum Beispiel dann, weiß ich nicht, hier, wie nennt sich das, irgendein Office-Programm auf dem Android-Phone benutzt und sagt öffnen, dann steht da halt links in der Leiste Privacy-Box, dann klickt man drauf und dann sieht man die Dateinamen, die dann in dem Moment entschlüsselt werden. Das sind Metadaten, die in dem File-Header stehen und wählt dann aus und erst wenn man es ausgewählt hat, wird es vom lokalen Speicher entschlüsselt richtig und benutzt. Ja. Aber das habe ich gerade erst angefangen, also so. Zum eine generelle Frage mal. Das OpenKeyShell-Projekt ist ja eigentlich ein Fork von APG, soweit ich weiß, oder? Ja. Gibt es da irgendwie schon Zahlen? Oder wie ist das so im Vergleich zu APG? Gibt es da mehr Features, andere Features von Benutzerzahlen? Also, erstmal. APG findet sich im Moment auch gerade wieder, seit er den ganzen Code zurückgeforkt hat. Ja, genau, das ist halt das Ding. Also, ich habe so ein angewandtes Verhältnis zu dem alten Maintainer. Voll der Assi. Das habe ich nicht gesagt. Aber hier war der Assi. Er ist ein schwieriger Mensch, weil er ist halt. Er hat halt seit 2 Jahren die App nicht geupdatet und er hat nicht auf meine Mails geantwortet. Und dann habe ich sie geforkt. Und dann ist er irgendwann aufgetaucht, als wir ganz viel hatten. Und dann hat er einfach just for fun 3 Tage sich hingesetzt und alles gemerged zurück. Und dann released. Und dann released. Und er hat was released, was auch genau kaputt ist. Also teilweise. Das heißt, ja, und dann ist er wieder abgetaucht, das Problem. Also der Dick-Move an der Stelle war halt, dass er Sachen released hat, die von uns waren und die wir noch selber nicht released hatten. Aber er hat die dann released und seitdem funktioniert K9-Mail dann mit seinem Ding und mit unserem nicht. Und, ja. Also, es gibt auf jeden Fall mehr APG-Benutzer, weil er immer noch die alte API unterstützt, die ich schon lange rausgeschmissen habe, aus Sicherheitsgründen. Ja. Die alte API für die auch K9-Mail benutzt. Das ist ja quasi das Problem. APG funktioniert dann nicht K9 im Moment. Ja, wenn die beiden Sachen aus Play Store installierst, geht es. Okay. Wenn du es mit Open Keychain machst, dann sagt so K9, das geht nicht. Genau, es geht, aber zum Beispiel, also jede App kann halt sagen, entschlüssel mir was, ne? Und dann entschlüsselt es das halt. Ja. Und das läuft halt über Intents. Das heißt, du hast immer so eine Foreground Activity, die poppt halt auf, dann wird das entschlüsselt und dann geht das Ding wieder. Schön ist es nicht, aber. Es funktioniert, also du kannst halt sinnvoll zumindest Krypto-Mails lesen. Also das neue Zeug, das kann man auch durchaus dazu erzählen. Was hast du angefangen? Vor einem Jahr oder so? Vor 1,5 Jahren? Länger noch schon, glaube ich. Ewig lange her auf jeden Fall hatte Dominik angefangen mit Catty zu reden. Wie machen wir das? Wie kriegen wir das vernünftig hin? Und Catty hat dann eine ziemlich hohe Anforderung gehabt und meinte, machen wir eine, das muss eine vernünftige API sein, die erstens in beide Richtungen von mehreren Apps implementiert werden kann. Und dass man dann auch irgendwie wählen kann, mit welcher App möchte man das machen und dann muss man da Accounts haben und die Private Keys werden Accounts zugeordnet, sodass man tatsächlich sagen kann, diese App darf diesen Private Key benutzen und keinen anderen und so weiter und so fort. Und das hat dann Dominik alles umgesetzt, ewig lang. Und das ist jetzt irgendwie seit fast einem Jahr mittlerweile, ja seit einem Jahr ungefähr, ist das alles fertig und funktioniert. Es gibt nur noch keinen K9-Release, was das tatsächlich unterstützt. Und ja. Deswegen ist das ein bisschen doof, dass K9-Mail nicht release. K9-Mail hat zig Millionen User, deswegen ist er da sehr, sehr vorsichtig, was er denen vorsetzen will. Aber jetzt mittlerweile ist halt das seit einem halben Jahr oder sowas, hat sich daran eigentlich nicht mehr viel getan an dem Teil, der dafür zuständig ist. Und es ist immer noch nicht released. Kein Problem. Ja, also das Forken ist halt immer noch mehr Aufwand. Ja, eine Sache habe ich noch, dieses Keyboard, ne? Hast du natürlich das Problem, dass die ganzen Leute irgendwie die anderen Third-Party-Keyboards benutzen, das nicht benutzen können? Ja. Also, man muss halt immer das Keyboard wechseln. Das stimmt. Kriegt man das irgendwie anders hin? Also, dass man das mit Fremd-Keyboards benutzen kann? Naja, du könntest einen Automatismus reinbauen, dass man automatisch zum alten Keyboard zurückwechselt. Also ich kenne das von Passwortmanagern, die in der eigenen Keyboard ist, ihre Passwörter einzufügen. Die wechseln dann nach dem Einfügen zurück in das andere Keyboard. Kaum machen. Aber es ist halt alles. Wir akzeptieren Pull Requests. Ich hätte halt irgendwie so spontan, sagt der Exposed was? Irgendwie Java-Klassen zur Runtime patchen?
Das ist ein bisschen abartig. Also im Endeffekt ist halt die API exposed, ne? Es ist nicht mehr die zu benutzen. Theoretisch kann jede T-Word-App, die es will, einen Button einbauen und die API benutzen. Okay. Das ist doch schon mal cool. Achso, was ich auch nicht erwähnt habe, Conversations ist schon länger draußen, ist ein XMPP-Client, damit kann man auch PGP verschlüsselt chatten und Bilder austauschen und so mit unserer API. Ah, cool. Zu Rohibs Frage noch, von wegen gibt es da Zahlen zu? Also Tialpia, der APG-Entwickler, vom Keychain ist ja geforkt und man sieht in der Kurve, dass halt die so irgendwann Anfang 2011 hat Tialpia da halt dann gearbeitet an APG und er hat insgesamt jetzt sowas wie plus 29.000, minus 20.000 Zeilen Code in seinen Commits. Also sind sowas wie 9.000 Zeilen von ihm. Ich habe jetzt den Sommer über Summer of Code Krams gemacht und ich habe plus 34.000, minus 25.000 Zeilen Code. Also ich habe jetzt anderthalb mal so vielen Zeilen Code in Open Keychain, wie Tialpia ein APG insgesamt hat, und von mir sieht man quasi nichts, weil das alles Backend ist. Und wir haben gerade vorhin festgestellt, wir haben 2.900 Commits, davon sind 1.600 seit März. Und der Rest von vorher, von seit 2010. Summer of Code Output. Ja, unter anderem. Ja. Also wir haben jetzt Development Pace ist ziemlich schnell momentan. Mhm. Wie lange das so bleibt. Das war auch nicht die beste Idee, jetzt so schnell zu releasen, muss man natürlich auch feststellen. Also es gab einige, die Leute, die Probleme mit den Product Keys hatten, wir wissen es jetzt nicht ganz so, aber. Gibt es da nicht die Möglichkeit, eine Beta an eine kleine Gruppe zu releasen? Oder? Ja, gibt es. Gibt es, habe ich auch paar Mal gemacht. Und bei den letzten beiden Versionen dachte ich, dass eigentlich alles soweit okay ist. Funktioniert nicht. Ja, der Play Store ist mittlerweile ziemlich gut, was sowas angeht. Du kannst da verschiedene Channels aufbauen, das kannst du irgendwie alles über Gruppen bei Google Plus regeln und so. Das ist total kacke für Google Plus. Ja, aber es funktioniert ziemlich gut. Du kannst halt Leute sagen, du möchtest die Beta haben, melden sich da an und dann geht es. Also schon okay. Ja. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ihr euch da gegenseitig Keys an? Da braucht ihr irgendwie auch den Master Key auf dem Gerät. Das war, also ich, als ich klein war, war das irgendwie verpönt, seinen Master Key aufs Handy zu packen. Wie macht ihr denn das? Habt ihr irgendwie vor, da sowas wie einen Secret Key Store irgendwie so halbverschlüsselt aufs Telefon zu packen? Oder wollt ihr alle in Zukunft YubiKeys benutzen noch? Oder also, ist es mittlerweile nicht mehr verpönt oder wie funktioniert das? Naja, also das Ding ist ja alles davon. Die Frage ist, wovor will man sich schützen? Ja, genau. Wenn ich jetzt. Android ist relativ gut, was das angeht, wenn du die neueste Version auf dem Handy hast. Ne? Dann ist ja schon alles relativ gut voneinander geschützt, sage ich mal. Außer du hast Root-Apps installiert, die halt theoretisch auf alles zugreifen können. Dann ist die Frage, was bringt es dir, das nochmal zu verschlüsseln? Also einen Private Key zu verschlüsseln, musst du dir überlegen, der ist ja schon verschlüsselt mit der Passphrase. Ne? Das heißt, alles, was du nochmal verschlüsselst, solange du, wenn du YubiKey dranhältst, klar, das ist dann was anderes. Aber wenn wir das jetzt nochmal verschlüsseln würden mit einem Passwort oder so, das würde keine zusätzliche Sicherheit bringen, nicht mehr als deine Passphrase jedenfalls an sich schon bringt. Die Android-Apps untereinander sind ziemlich stark gesandboxed. Du kannst aus einer App kannst du nicht an den Datenspeicher einer anderen App. Außer du hast irgendwie über so ein Root-Access-Programm, aber wenn du Root-Access hast, hast du halt sowieso alles, ist ja klar. Das heißt, also andere Apps können das nicht klauen, keine Chance. Verschlüsselt ist es so gut, wie halt das mit Passphrase verschlüsselt ist. Man kann mittlerweile, das habe ich jetzt vor ziemlich kurzem eingebaut, kannst du sagen, er soll einzelne Keys wegstrippen. Das geht ja mit GPG schon ewig, aber die... Das kann ich auch bei euch als App machen, oder? Genau, man kann in der App sagen, den Subkey strippen und dann ist der danach... Es ist noch nicht released, aber in der Development-Version ist das auf jeden Fall drin. Trotzdem, je nachdem welchen Paranoid-Level man hat, musst du halt deinen Secret Key erst aufs Handy tun und dann wieder rausstrippen. Kannst du auch mit GPG direkt machen, dann kannst du halt die entsprechenden Operationen, für die diese Subkeys zuständig sind, nicht auf dem Handy machen. Das ist auch eine Variante. Also wenn du dann nur Sign und Encrypt Keys oder so drauf machst, das geht aber. YubiKeys sind schon die geilste Lösung. Also muss man so sagen, weil der Private Key ist halt da drauf, du kriegst den da nicht runter. Was? Die sind ganz cool? Ja, ne? Ja, wenn man die verliert, ist halt scheiße. Und NFC an Grenzen halt scheiße, muss ziemlich genau treffen. Aber das Problem hast du immer, wenn du das Handy verlierst,
Ja, aber wenn du das Handy verlierst, dann hast du halt deinen Private Key. Ja, obwohl je nachdem, wie du, wenn du aus dem Verdeck ist, ist er weg. Da hast du recht. Also jede Private Key ist ja extra gemacht. Das ist schwierig. Ist ja so gedacht eigentlich. Ja, also da kann man den nicht raus. Die Post dürfen nicht das Plastik abtragen. Ich glaube, 4096 geht. Da steht, ich glaube, in der Spezifikation steht irgendwie nur bis 1024, aber es geht mehr, oder? Irgendwie so war das, ne? Bei YubiKey ist es nicht die Fläche sehr klein. Aber ich habe es richtig verstanden, API für den YubiKey in OpenKeyChain ist noch nicht ganz fertig, oder? Ja, nee. Das ist Work in Progress. Das ist Work in Progress, weil wir intern da ganz viel für umbauen müssen. Okay. Also, krass. Jetzt nicht mehr, das kannst du einfach hier liegen. Ja. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Der geht verloren, der fällt in das Sofa um. Aus dem Fenster raus. Ist cool, ist ewig weg, ich gebe mir den Griff an. Okay. Also ganz ehrlich, wenn meine Meinung ist, einfach ein Key für das Handy generieren. Und wenn du das verlierst, revokst du ihn. So habe ich es bisher gemacht, ja. Okay. Musst du noch um Sub-Key gehen? Ja, habe ich ja. Ich habe noch einen Sub-Key. Genau, beim großen Key funktioniert das Handy. Ja. Sub-Key kannst du revoken, das funktioniert trotzdem. Hi! Na gut, aber auf jeden Fall Dankeschön für den State of the Art. Ne? Jetzt können wir das alle gleich benutzen. Cool, danke. Kannst du mal den Kuchen ein bisschen wegschieben?